So, Leute, da bin ich wieder zurück. Ich habe ja für euch alle Aufgaben jetzt soweit hochgeladen von der ersten Woche, beziehungsweise die, die jetzt mit dem Release rauskamen, die Aufgaben. Kurz was anderes. Ihr seht gerade, ich bin jetzt Level 11. Bis Level 100 könnte ich mich jetzt ja rein theoretisch hochkaufen für 11.500 V-Bucks. Die habe ich zwar nicht mehr. Ja, ich habe V-Bucks ausgegeben, aber kurz für alle. Ich gebe euch wirklich den Tipp, kauft euch keine Level. Ich bin jetzt Level 11. Ich habe eigentlich nur gerade die Aufgaben gemacht, noch nicht mal die kleinen geheimen Aufgaben. Tagesaufgaben fehlt mir, glaube ich, auch sogar noch eine. Und bin jetzt schon Level 11. Also bis Level 100 werdet ihr easy schaffen. Macht halt wirklich jeden Tag eure Tagesaufgabe, spielt ein bisschen Gruppenkeile, vor allem jetzt am Anfang, um die ganzen Aufgaben halt zu lösen. Benutzt zum Beispiel auch die Aufgaben für Schwimme durchs Wasser, ewig durchs Wasser schwimmen, fahre mit einem Auto. Das sind halt so Selbstläuferaufgaben. Dann macht die Lagerfeuer an. Halt, wie gesagt, alle geheimen Missionen, die ich auf meinem Kanal schon hochgeladen habe. Und dann könnt ihr wirklich diese V-Bucks hier ganz locker sparen. Ich bin mal gespannt, wie weit ich am Wochenende komme, ob wir eventuell schon Level 100 werden können. Ich meine, kommen noch mal Wochenaufgaben am Donnerstag, denke ich jetzt mal. Und das Wochenende steht halt vor der Tür, da hat man natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Also kauft euch wirklich nicht hoch. Und wenn ihr es macht, natürlich gern mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Aber ganz ehrlich, es macht keinen Sinn. Lasst es einfach. Ihr könnt auch damit nicht angeben oder sonst irgendwas, weil inzwischen finde ich persönlich ist es so, wer sich hochkaufen muss, dann spielt was anderes. Weil hochkaufen macht halt einfach keinen Sinn. Selbst unsere Level-Muffel im Stream. Selbst die sind schon Level 180, 100, 200 geworden in der letzten Season. Also ihr müsst eigentlich nur ein bisschen aktiv spielen. Gruppenkeile nicht nur im Creative-Modus rumhängen. Und dann klappt das Ganze auch. Oder vor allem nimmt die Gruppenkeile am Anfang mit. Gerade um mit den neuen Waffen klarzukommen, die Welt zu erkunden und hast du nicht gesehen. Soll nur ein kleines Infovideo sein. Denkt dran, spart euch eure V-Bucks oder euer Taschengeld. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.